Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zum heutigen JFD Live Trading TV am Montagabend, hier 18:45 Uhr, eine Stunde früher, da die Amerikaner ja schon die Sommerzeit haben und wir in Europa noch ein paar Tage in Anführungszeichen bis zum Frühlingsanfang eben warten müssen. Und vielmehr ist es jetzt so, dass wir hier an den US-amerikanischen Märkten auch starke Erholungszeichen sehen nach den starken Abgaben aus der vergangenen Woche, insbesondere Freitag. Und wir schauen uns diesmal hier am Stundenchart zunächst an und ich öffne das Bild mal ein Stück weit größer. Und wir sehen ja hier, dass es letztlich deutlich ins Stocken geriet, der Markt. Hier kam dann auch am Freitag, ich erwähnte es heute Morgen schon beim DAX, will deswegen nicht nochmal im Detail darauf eingehen, aber hier am Freitag dann eben hier die Non-Farm-Payrolls, die sehr gut ausgefallen sind für die Statistik. Natürlich dann aber vor dem Hintergrund eben hier auch das gewisse Zinsanhebungs Sorgenängste hier ihre Runde machten und die Tendenz, die wir hier schon 2 Tage früher erwartet haben, also hier eine Stück weit fallende Orientierung, fand letztlich dann erst am Freitag ihre Umsetzung. Dieser Tendenzfall ist hier von einer Analyse von einer JFD Live Trading TV Sendung vom 4. März. Wie gesagt, 2 Tage später erst kam es dann zum Sell-off. Aber interessant, dass der Markt sich hier eben einfach nicht über das Niveau von 2100 klar absetzen konnte. Hier diesen Widerstand bei 2105 dann schon gar nicht mal mehr richtig erreichte. Und das sind auch die Level, die hier definitiv intakt bleiben auf der Oberseite und sozusagen hier einen Deckel jetzt bilden. Aufgrund des starken Sell-offs dann am Freitag haben wir jetzt auch hier eine Unterstützung klar gerissen. Hier das Niveau knapp 2092 ist das, 2091. Auch das ist jetzt ein Widerstandslevel. Wir machen das jetzt direkt mal fix als rote Zone. Und auch hier diese Unterstützung im Bereich 2085 auch schon hinlänglich bekannt, eben weil es hier eben zuletzt im Februar auch schöne Tests dieses Niveaus gab. Das sind jetzt Widerstandslevel. Und genau, Sie sehen es, wir haben hier eine schöne Erholungsbewegung gefahren, nachdem wir hier diesen Trendkanal, der sich hier ableitet von dieser oberen Abwärtstrendlinie, nach unten projiziert. Diesen haben wir am Freitag hier stark nach unten durchbrochen, haben hier in Anführungszeichen nicht den zwingenden Pullback in den Bereich 2060 gemacht, aber 2065, 2070 hier diese Zone, die ist schon sehr, sehr gut. Und jetzt haben wir im Prinzip sehr, sehr starkes Momentum, Umkehrmomentum und im Grunde genommen könnte es das jetzt auch schon gewesen sein. Also wer jetzt hier an die große Korrektur glaubt, der darf dies, wenn wir hier deutlich zurücksetzen und das Niveau von 2060 unterschreiten, bleiben wir oberhalb dessen. Und danach sieht es aktuell aus. Man muss natürlich sehen, ob die Dynamik jetzt aufrechterhalten bleiben kann. Aber wenn die Märkte hier entsprechend jetzt zum Beispiel das Niveau knapp gehen können, ich kann mir aber vorstellen, dass es hier so ein leichtes Oszillieren unterhalb von 2085 gibt. Nichtsdestotrotz hat der Markt dann durchaus Kraft, hier nach oben weiter anzusteigen. Das stützt hier insbesondere die Saisonalität, mal mit Blick auf die kommenden 40 Tage der Handelsmonats März, sehr, sehr bullisch bis im April. Da sehen wir, dass es dann wieder eine Delle geben könnte. Aber rein saisonell, nach meinetwegen noch kleinen Dips nach unten, darf auch bis 2070 gehen. Aber eben unter 2060 sollte es keinesfalls gehen. Ist hier definitiv die Chance gegeben, dass der Markt ein Stück weit seine Erholungsbewegung hier wieder aufnimmt und eben dann hier in diesen Widerstandsbereich nach oben hin vordringt. Das sieht auch hier, und da gehen wir mal kurz in den Tagesschart, sehr, sehr gut aus, da wir hier ganz klassisch dieses Support-Level, ja, ich sagte es, 2065 wäre eine Idealpunktlandung gewesen, aber wir sind hier nicht im Wünsch-dir-was und haben jetzt hier, und dieser Tendenzfall stammt eben auch hier vom 4.3., genau dieses Szenario jetzt abgearbeitet. Und wenn der Markt jetzt die Kraft hat, hier wieder aufzudrehen, dann sieht das gut aus, dass wir auf jeden Fall Richtung 2100 weiter anziehen können. Gute 17 Punkte sollten hier drin sein. Wenn wir darüber hinaus ansteigen, dann kann es sogar weitergehen. Aktuell sehr, sehr interessantes Level. Definitiv ein Pullback-Level. Wenn es sich hier ein Stück weit noch hinzieht, 1, 2 Tage ganz gut. Faktisch aber unter 2060, das kann man hier auch prinzipiell mal als Red Zone einzeichnen, sozusagen, sollte es jetzt nicht mehr gehen. Oberhalb dessen bleibt es aber, wie gesagt, eigentlich konstruktiv. Sehr, sehr bullisch, dass das kurzfristig hier nochmal nach oben aufbricht, das Ganze. Das ist, wie gesagt, gestützt durch die Saisonalität. Zumindest im März sollten wir ansteigen. Was dann im April passiert, ist schon viel zu weit geschaut. Was ich Ihnen auch noch nicht vorenthalten will, ist die Vektor-Fuzzi-Logik anhand der Intraday-Statistik. Und da sehen wir auch hier aktuell, das ist die Fuzzi-Vorausschau hier bis in den März bis zum Ende März hinein. Das leitet sich hier anhand der Pattern-Historie ab, die sich hier sozusagen ja, in Form einer Kristallkugel darstellt, die uns hier einen theoretischen Verlauf vorausgibt. Und die Fuzzi-Vektorlogik sagt uns hier praktisch, dass wir jetzt das Tief gesehen haben könnten, inklusive hier technischer Pullback-Ansätze. Im Grunde genommen
Sieht das gut aus, dass wir hier direkt wieder weiter nach oben aufdrehen. Das zumindest verspricht die Fuzzy-Vektor-Logik. Das verspricht auch die Schartechnik, die wir uns hier anschauen. Das ist ganz klar ein Bild, das hier Bullisch spricht. Man muss hier sicherlich nur ein Umdenken oder darf nicht vom Umdenken Abstand nehmen, wenn wir eben unter 2060 gehen. Dann ist definitiv noch ein gehöriges Stück weit an Korrekturpotenzial gegeben und dann wird es hier sehr, sehr spannend im Bereich hier knapp unter der Marke von 2000 Punkten hier diese Unterstützung. Die wäre dann definitiv ein Thema, aber soweit wollen wir gar nicht schauen. Wir sind aktuell an der Unterstützung abgeprallt und wenn es hier eben nach oben geht, dann haben wir hier direkt schon wieder Kaufsignale im Markt. Wir können auch kurzfristig noch eine Abwärtstrendlinie, die hier sicherlich nur ja, grafischer Natur hätte ich fast gesagt, aber zumindest bietet diese hier mal so ein Level, wo wir denn zunächst hinlaufen könnten, um dann die nächste Entscheidung herbeizuführen. Wir haben es ja im Stundenchart gerade schon bewertet. Sehr, sehr spannende Situation gerade. Also der S&P 500 sollte hier weiter Fahrt aufnehmen bei 2085. Für heute unter Umständen dann aber auch schon die Luft raus. Also hier mal ein bisschen strecken das Ganze. Dann kann sich das hier entsprechend die kommenden Tage so darstellen. Aber grundsätzlich sieht das hier nicht schlecht aus. Achten Sie, wie gesagt, auf, wenn es neue Tiefs gibt auf diese Niveaus hier unterhalb von 2067, insbesondere 2060 hier als Worst Case Zone. Denn vergessen Sie nicht, und das will ich Ihnen jetzt abschließend nochmal im Wochenchart darstellen, wir haben hier signifikante Divergenzen seit Ende letzten Jahres. Das sind Warnsignale. Wenn wir diese jetzt positiv abbauen, also jetzt zum Beispiel eine Konsolidierung fahren, unter Umständen eine ausgedehnte, wenn es jetzt hier wirklich unter 2060 Punkte zurückgehen sollte, also dann haben wir hier sicherlich diese Abwärtstrendlinie hier im Fokus oder. Aber ich führe mal diesen Pfad, den wir immer weiter fortführen, letztlich mal weiter aus. Wenn es hier eine Abwärtsbewegung geben sollte, eine Ausdehnung, dann hat man hier sicherlich gute Chancen in Bälde hier dann wieder einen Aufwärtsimpuls an dieser Trendlinie zu sehen, die hier, wie gesagt, ihre Historie schon seit dem Jahr 2009 feiert. Und dieses Niveau hier könnte sozusagen dann dafür sorgen, dass wenn wir jetzt aus dem Wochenchart heraus, also nochmal bedenken, wir uns jetzt nicht hier fangen, sondern nach unten durchgehen Richtung 2000, also es keine Unterstützung gibt, dann mal hier das große Bild, dann haben wir hier eben Niveaus dann in Richtung 2000, wo dann hier Kaufinteresse wieder aufkommen dürfte, welche dann auch hier gepaart mit einem möglichen Ausbruch über diese große Divergenz dann hier einhergehen könnte. Aber das Warnsignal hier an dieser oberen sich deckelnden Trendlinie. Wir hatten das mehrfach hier auch im JFD Live Trading TV thematisiert. Dieses sich öffnende Dreieck beim S&P 500 ist hier schon eine Maßgabe und wir waren hier oben beim Potenzial bis 2140 war hier durchaus noch gegeben, aber vielleicht reicht die Kraft ja doch nicht. Wollen wir mal sehen. Wenn wir aber heute zurückkommen, das bleibt das positive Statement im Sinne der Saisonalität und der Fuzzy-Logik, warum denn nicht nochmal hier in Richtung 2150 Punkte anziehen? Ja, trotz der Divergenz, gar keine Frage. Wir sind hier denn definitiv aber schon sehr, sehr stark zurückgekommen und vielleicht hat es sich jetzt hier auch ausdivergiert und wir ziehen jetzt hier sauber nach oben raus und brechen auch diesen Abwärtstrend hier beim RSI-Oszillator. Bleibt wie gesagt ganz spannend. Kurzfristig, wie gesagt, eine hervorragende Chance, die uns statistisch hier auch durchaus noch weiter nach oben treiben könnte. Dann, wie gesagt, 2150 hier eins der nächsten messbaren Ziele, auch hier abgeleitet aus dieser Tagesrange, die wir hier nach oben projiziert haben. Das Niveau sollten wir eigentlich schon noch sehen können. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen für den heutigen Abend. Einblick, Ausblick hier auf die US-Märkte. Morgen gibt es dann wieder zwei, drei JFD Live Trading TV-Sendungen untertags. Würde mich freuen, wenn Sie einschalten. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, dann geben Sie auf YouTube ruhig ein Like. Oder geben Sie ein positives Statement oder was auch immer, wenn Sie Anregungen haben, geben Sie einfach da ruhig mal laut im JFD Desktop, damit wir auch wissen, ob wir den richtigen Kurs einschlagen. Ich sage jetzt erstmal danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und wenn Sie mögen, bis morgen. Ciao dabei, Ihr Christian Kemmerer.